Willkommen und Servus zu einem neuen Wanderführer. Bevor ich mich aber der heutigen Strecke zuwende, möchte ich ein wenig über die theoretischen Grundlagen meiner Streckenwahl sprechen. Also, was muss man beim Wandern mit Gelenksproblemen beachten? Unter diesem Gesichtspunkt gilt die Regel bergauf immer, bergab nimmer, also eher eben oder höchstens bergauf. Daher war an dieser Stelle in der Rettenbachklamm in Graz für mich Schluss. Ich hätte hier auch wieder heruntergehen müssen. Wo also kann man in diesem Zustand wandern? Auf Straßen natürlich. Die können steil sein, sind's aber meistens nicht. Dafür gibt's auf ihnen mehr oder weniger Verkehr. Wenn das nicht stört, ist ein Vorteil. Ich persönlich ziehe aber eher andere Wege vor. Oft gibt's Wege neben Gewässern. Das kann ein Fluss sein oder wie hier ein Kanal. In Ostösterreich gibt's ein paar davon. Zum Beispiel den Wiener Neustädter Kanal. Eisenbahnen klettern auch nicht gern, sie lieben aber die geraden Strecken. Das lässt die Wanderungen mitunter etwas eintönig werden, wie hier. Schnurgerader Weg, Züge kommen kaum vorbei und das Ziel, Retz, ist schon in weiter Ferne auszumachen. Trotzdem, das war eine recht nette Wanderung. Südlich von Wien bietet sich als Besonderheit der Weg auf der Trasse der ersten Wiener Hochquellwasserleitung an. Deren Verlauf ist ziemlich abwechslungsreich und man geht durch eine recht hübsche Landschaft. Darüber wird's eine Reihe von Videos geben, heute das erste. Und dann kann man, wenn alle Stricke reißen, immer noch Stadt wandern. Auch das hat seinen eigenen Reiz. Summa summarum, es gibt auch für Menschen mit Wehwehchen die Möglichkeit zu wandern. Die Routen wollen aber gefunden werden und die Strecken sind nicht immer so schön wie jene bei Puchberg am Schneeberg. Womit wir bei dieser Wanderung angekommen wären, sie verläuft wie gesagt hauptsächlich auf oder entlang der Trasse der ersten Wiener Hochquellwasserleitung. Und zwar am obersten Teil, der mit der Bahn noch einfach erreichbar ist. Am südlichen Rand Niederösterreichs. Genau vom Bahnhof Peierbach zur Haltestelle Schlögelmühl. Beide werden im Halbstundentakt mit relativ schnellen Zügen von Wien aus bedient. Wer die Strecke genau betrachten will, möge das Video anhalten. Wie gehabt. Ich führe jetzt etwas Neues ein, eine grobe Bewertung der Strecke nach verschiedenen Kriterien. Das erste ist die Gefährlichkeit. Es geht etwa 650 Meter auf einer recht befahrenen Straße dahin. Nächstes Kriterium, Steigungen. Es gibt welche, auch relativ kräftige, die sind aber nur wenige Meter lang. Bergab ist heikler und da gibt es eine recht knifflige Stelle. Ein längerer Abschnitt des Wegs verläuft in Hörweite einer stark befahrenen Straße. Das ging mir mit der Zeit auf die Nerven. Rastplätze gibt's im Peierbach viele, sie werden aber bald rar. Zweimal gibt's über 1,5 Kilometer nichts dergleichen. WCs Fehlanzeige und die Örtlichkeiten neben dem Weg sind meistens einsehbar. Auch Geschäfte machen sich etwas rar. Es gibt eines im Peierbach, den Kastelkreisler. Der führt Produkte aus der Region und hat jeden Tag von 7.30 Uhr bis 21.30 Uhr offen, mit einer zweistündigen Mittagspause. Gastronomie gibt's auch, und zwar in Schlögelmühl, das Kirchenstüberl. Die Öffnungszeiten sind aber für den frühen Wanderer nicht brauchbar.
Bushaltestellen gibt's in Peierbach reichlich und das war's dann. Eisenbahn gibt's genug. Wir gehen mehr oder weniger nah bei der Südbahn mit Zügen aller Art und Mehrfachtraktion und am Bahnhof Peierbach stehen auch einige Ausstellungsstücke. Parks gibt's auch, zwei kleine in Peierbach und einen kleinen in Schlögelmühl. Auch mit Sehenswürdigkeiten kann die Strecke aufwarten. Nicht viele, aber es gibt sie. Star ist aber natürlich die Landschaft. Wir sind hier schon in den Alpen. Die Berge im Westen sind etwas über 1000, jene neben der Strecke etwas unter 1000 Meter hoch. Kein 2000er wie der Schneeberg, aber ganz beachtliche Brocken. Also, summa summarum, eine mittelprächtige Bilanz. Die Wanderung selbst beginnt am Bahnhof Peierbach-Reichenau mit einer Doppeltraktion von Alpenstaubsaugern der Reihe 1144. Und eine weitere schiebt noch hinten nach. An dem Tag habe ich äußerst viele dieser Loks gesehen. Angekommen bin ich am Bahnsteig 3. Das traf sich trefflich, denn von dort gibt es einen direkten Weg zu meinem nächsten Ziel. Neben dem Bahnhofsgebäude sind auch einige Fahrzeuge ausgestellt. Eine alte Gondel der Seilbahn auf die Rax, eine der eigenartigen Elektroloks der Lokalbahn nach Hirschwang und eine Dampflok der Reihe 95. Die Seilbahn auf die Rax ist die älteste Österreichs und die 95er war eigentlich eine Güterzuglok. Ist ja einfach zu erkennen. Sie führte aber auch Personenzüge über den Berg. Naja, am Berg ist Zugkraft gefragt und selbst heute noch fahren die Rangers mit maximal 75 Stundenkilometern. Da hätte die 95er, nehme ich an, halbwegs mithalten können. Bevor ich mich dem weiteren Weg zuwende, möchte ich noch einige Worte über die hiesige Architektur verlieren. Die Häuser links sind da typisch, recht verschachtelt und eine Mischung aus Ziegeln und Holz, der Traum jedes Modellbahners. Und das Haus im großen Bild ist ein Normbau der Südbahngesellschaft. Diese Häuser stehen hier überall an der Strecke herum. Nicht weit vom Bahnhof Peierbach entfernt befindet sich ein Endbahnhof der Lokalbahn Peierbach-Hirschwang. Erreichbar auf dem links unten gezeigten Weg gleich vom Bahnsteig 2 und 3 aus. Die Bahn fährt seit dem Jahr 1918, wurde als reine Güterbahn konzipiert und wird heute als Museumsbahn betrieben. Im Sommer gibt es hier jeden Samstag Betrieb. Zum Trainspotten ist dieses Platzerl recht gut geeignet. Die Züge zeigen sich schon auf dem Viadukt, fahren quasi auf einer Paradestrecke vorbei und können bis in den Bahnhof Peierbach hinein verfolgt werden. Der nächste Wegabschnitt geht mehrfach ums Eck. Daher gibt's jetzt wieder eine Karte. Um zum unheimlichen Tunnel zu gelangen, kann man entweder diese steile Treppe nehmen oder bequemer über Fußweg und Straße gehen. Das mache ich immer. Hat man den Tunnel glückvoll durchschritten, geht's weiter auf dem beim Bankerl rechts abzweigenden Fußweg. Den unheimlichen Tunnel nenne nur ich so. Es gibt hier aber keine Geister oder so, sondern schlimmer, mitunter Autos. Der kleine Spiegel ist da keine große Hilfe, also ich durchquere diesen Tunnel immer äußerst vorsichtig. Aber zum Glück sind die wenigen Autofahrer, die hier durchkommen, genauso unsicher wie ich und fahren langsam.
Links unten ist übrigens das Bankerl zu sehen, bei dem der Fußweg abzweigt. Diesen Fußweg habe ich früher nie beachtet. Dabei führt er recht idyllisch zwischen Gärten hindurch. Im Bild links oben ist rechts eine Kollerobstwiese zu sehen. Bei dieser Hangneigung fällt das Obst nicht nur, sondern kollert bis zum Weg herunter. Links unten zeigt sich der Eingang zum Viadukt. Slogan, da fährt die Eisenbahn drüber. Das Viadukt befindet sich ja in Reumann innerhalb des Peierbacher Viadukts. Es ist eine Kreuzung aus Multimedia-Schau über den Bau der Semmeringbahn und Enothek, in der Weine verkostet und gekauft werden können, die entlang der Südbahn wachsen, bis hinunter nach Triest. Vom längsten Viadukt der Semmeringbahn lassen sich, zumindest vom Boden aus, kaum brauchbare Fotos machen. Eine Drohne müsste man sein. Links oben ist der Aufgang zum Gegersteg zu sehen, der neben dem Viadukt über die Schwarza führt. Er wurde anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Bahn errichtet und ist sehr praktisch. Das Bild links unten zeigt, dass der Wasserleitungsweg weiter Schwarza aufwärts beginnt, aber dort fährt keine Bahn hin. Außerdem ignoriere ich einen Teil des Wegs in Peierbach, denn ich will euch ja auch etwas vom Ort zeigen. Zum Beispiel die Schwarza. Sie entsteht durch den Zusammenfluss der Dürren und der grünen Schwarza, fließt dann durch die Gegend, das Gebiet heißt wirklich so, weiter durch Ternitz und Neunkirchen, bis sie sich schließlich mit der Pitten vereinigt, um die Leiter zu bilden. Das Bild links oben wurde vom Gegersteg aus aufgenommen und das Bild links unten im Gewerbegebiet von Schlögelmühl. Vom Viadukt sind wir nach links in die Dr. Cumont-Straße abgebogen. Dort gibt's einiges an Sportmöglichkeiten, beginnend mit dem Gelände des Eisschützenvereins. Siehe links oben. Dann kommen Tennisplätze und ein Minigolfplatz. Dahinter biegen wir links in die Parks ab. Von denen gibt es zwei. Den neuen, das ist der erste, den wir begegnen. Von ihm stammen das große Bild und jenes links oben. Was sich wie ein Fantasie-Kitsch-Häuschen ausnimmt, welches von Zwergen bewohnt wird, ist das Modell der tatsächlich existierenden Villa Mautner-Markov am Semmering. Im alten Park befindet sich das Konzertpodest im Bild links unten. Zwischen den beiden Parks geht man am Freibad vorbei. Eine der Sehenswürdigkeiten von Peierbach ist die Kirche. Sie ist Jakobus dem Älteren geweiht und stammt aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Recht hübsch und wieder modellbahngerecht. Nächster Programmpunkt ist aber endlich der Wasserleitungsweg. Unterwegs dorthin traf ich auf dieses Schild des Bahnwanderwegs. Der führt bis hinauf zum Semmering. Muss ich mir, wenn es geht, einmal ansehen. Hier verläuft die Wasserleitung nicht unter dem Asphalt, sondern unter dem Rasen daneben. Dort stehen auch die Grenzsteine, die zeigen, dass es sich um Wiener Grund handelt. Die Hölzer daneben sollen das, nehme ich an, auch bei Schneelage bezeugen. Jetzt bekommen wir es mit der Wiener Straße zu tun. Die ist doch recht befahren, wird hier aber nur überquert. Außerdem endet an dieser Kreuzung die bankerlreiche Strecke. Diesbezüglich herrscht ab hier mehr als 1,5 Kilometer Ebbe. Links oben sehen wir, dass der Gemeinde Wien die Einstiegstürme offensichtlich nicht genügen. Es wurden also auch Einstiegsschächte gebaut. Und rechts vom Weg ist die Feuerwehr zu sehen. Nach etwas mehr als 3 Kilometer des Wegs kommen wir zum ersten Einstiegsturm des Tags, der Nummer 5.
Der Turm steht auf diesem Abschnitt des Wasserleitungswegs und da macht sich schon der Straßenlärm bemerkbar. Anfangs marschiert man an weidenden Kühen vorbei und knapp vor den Rückhaltebecken quert ein Wirtschaftsweg den unseren. Jetzt, neben den Rückhaltebecken, beginnt ein etwas lauterer Teil des Wegs. Bislang haben Häuser nämlich den Lärm der Straße etwas gedämpft. Dafür haben wir, wie im nächsten Kapitel zu sehen ist, einen schönen Blick auf die Semmeringstrecke. Und wir queren auch einen kleinen Bach. Diese Becken könnten mit einem kleinen Kraftwerk in Zusammenhang stehen, das mir aber unsichtbar blieb. Neben dem Becken ist die Bahn nicht fern, da habe ich diese Dreifachtraktion mit einem Containerzug erwischt. Etwa 4 Minuten später erschien er am Gegenhang und hatte schon ein wenig an Höhe gewonnen. Und wieder 4 Minuten später hatte er den Hang schon weiter erklommen und sich mindestens 4 Kilometer weiter entfernt. Auf dem nächsten Abschnitt des Wegs kommt uns die Straße etwas näher, dafür sehen wir am Schluss wieder den Nebenamter Schwarzer, der das Kraftwerk gespeist hat. Und wir kommen beim Hundeabrichteplatz vorbei. Nach einer knappen S-Kurve nach links geht's auf die befahrene Wiener Straße. Dafür gibt's ein niedriges und morsches Bankerl. Mich hat's ausgehalten und das Stück auf der Straße ist nur kurz. Dann kam die für mich gefährlichste Stelle des Wegs. Links unten ist zu erahnen, wie steil der Hang ist, den wir hinunter müssen. Zur Zeit meines Abstiegs war er außerdem hoch mit Gras bewachsen. Aber ich fand bald eine Art Stufen unter dem Gras und seitlich, mit Stock und Vorsicht, ging der Abstieg ganz leidlich. Das Gras war schon etwas abgetrocknet. Zünftige Wanderschuhe sind hier aber Pflicht. Dieser Teil des Wegs scheint nicht so oft benutzt zu werden wie die vorigen. Links begleitet uns die Wiener Straße weiter. Wer den Abstieg mehr scheut als die Autos, kann getrost auf der Straße weitermarschieren. Jetzt hat sich's aber ausgewasserleitungt. Der Weg endet beim Aufseherhaus und dem Einstiegsturm Nr. 6. Dann geht's mehr als 600 Meter auf der Straße weiter. Wir haben Schlögelmühl erreicht. Und seinen Gewerbepark. Wie gesagt, mehr als 600 Meter muss man hier auf der Straße gehen, links begleitet von der Semmeringbahn. An dem Haus links oben habe ich einen Narren gefressen, warum weiß ich nicht, daraus ließe sich so einiges machen. Und der weitere Weg zweigt recht verstohlen nach rechts ab. Im Bild links unten, direkt vor dem Brückengeländer. Hätte mich mein Navi nicht aufmerksam gemacht, ich hätte das Wegerl glatt übersehen. Das schmale Wegerl neben dem auf der Karte namenlosen Bächlein führt uns zur Werkskirche. Die ist etwas Besonderes. Eine Kirche mit angeschlossenem Gastgarten ist doch recht selten. Das Kirchenstüberl hat täglich außer Dienstag von 14 bis mindestens 22 Uhr offen.
Und zum Gewerbepark führt auch ein Gleisanschluss. Der ist aber laut Open Railway Map nicht mehr in Betrieb. Womit wir zum vorletzten Ziel der Wanderung kommen, dem Lindenpark. Dort gibt's einige Bankerln, die sogar unter schattenspendenden Bäumen stehen. Aber gerastet habe ich hier nicht. Die Vögelein in den Bäumen lassen hier offensichtlich ihrer Verdauung freien Lauf. Aber wie bei der Metrierung zu sehen ist, die Bankerl des Bahnhofs waren ja nicht mehr weit. Der Bahnhof Schlögelmühl ist nur über diese Stufen erreichbar, bietet dann aber eine Reihe von Bänken und einen gepflegten Warteraum. Mindestausstattung, aber es genügt. Zum Trainspotten ist Schlögelmühl eher nicht geeignet. Zu beiden Seiten des Bahnhofs kommt bald ein Bogen, der die Züge den Blicken entzieht. Auf diesem kam nach kurzer Zeit mein Zug gefahren, wieder ein CityJet Express, diesmal nach Wien. Und damit endet dieses Video. Das nächste wird wieder ein Ortsalphabet, eines über den Weinbauort an der Südbahn, Gumpoldskirchen. Bis dahin und darüber hinaus wünsche ich euch die besten 73 und 42 und viel Licht und viel Kraft. Thank you.